und welcome to a new video! Es sind noch 3 Tage, dann ist endlich Christmas, der Motorradfahrer soll ein bisschen leiser draußen fahren, dankeschön. Wir nutzen jetzt die Gunst der Stunde und schmücken diesen prachtvollen Baum. I like you. Das mache ich natürlich nicht alleine. Und deswegen habe ich einen Special Guest hier. Einen riesigen Applaus für Maurice! So, wir haben uns für die Farben ein Trommelwirbel bitte. Silber und Rot entschieden. Also eigentlich voll ordinary? Voll normalo. Ey, da sind wirklich keine Haken dran. Ich wusste es. Jetzt können wir nicht schmücken. Hey, wir hatten diese Kackhaken. Ja, wo? Hey, stopp, lass das schlau aufmachen, weil wir müssen das am Ende wieder da reintun. Alter. Also wir müssen das wahrscheinlich mit diesen Aufhängern machen, aber die sind voll Absturz. Ja, dann brauchen wir jetzt Aufhänger schnell. Ja, dann such. Haben wir nicht noch das Auto? Lass kurz zu Real fahren. Kim, du suchst jetzt einfach. Wo hast du das Auto eigentlich abgestellt? Ja, zu weit, dass ich jetzt ganz bestimmt nicht nochmal zu Real fahre. Yeah, Leute! Wisst ihr, was das ist? Das sind Schnellaufhänger. 50 Stück. Jetzt ist der Abend und das Video gerettet und wir können beginnen, die Kugeln aufzuhängen. Ich arbeite jetzt nämlich gerade bei Galeria Kauf zurzeit und verkaufe übel oft so Weihnachtskugeln, ne? Und ich sag halt jedes Mal so, viel Spaß beim Aufhängen. Und jedes Mal denke ich mir so, Alter, hast du den Menschen gerade viel Spaß beim Selbstmord gewünscht? Das ist immer so, ups. War das zu derbe? So, wir werden jetzt mit unserer Lichterkette... Wir haben 2 Lichterketten. Warte, wo ist die andere Lichterkette? Okay, wir haben nur 1 Lichterkette. Ah, da ist die andere Lichterkette. Hinten lasse ich natürlich aus, ne? Aus welchem Grund? Weil wir das nicht sehen. Drunter? Okay, wir müssen die eine dafür rauslassen. Nein, dann. Wir machen diese blöde Kacklichterkette. Ey, welcher Mensch will so eine Lichterkette anzeigen? Christmas time. Schreibt in die Kommentare, ob das viel cooler ist oder nicht. Ist es nicht. Schreibt ja. Nein. Halt doch mal dein Alter. Fake Fight. Au, au, nein, au! Ist mein Ohrläppchen noch ganz? Oh mein Gott, wo ist mein Rentiergeweih? Adam wollte nämlich gerade so eine blinkende Lichterkette an den Tannenbaum machen. Aber irgendwie fällt das ein bisschen. Das ist anstrengend. Warte doch erstmal, bis die Geschenke da liegen. Ich warte, bis die Geschenke da liegen. Du bist dir sicher, dass das Nein, da cool aussehen wird? Bin ich mir noch nicht, aber das wird schon. Ja. Wir sind jetzt mit den Lichtern fertig. Aber wir machen das Licht erst ganz am Ende aus und gucken dann, hey, wow, ist der Tannenbaum schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Kugeln dranhängen, ne? Kugeltime at all. Was ganz Besonderes. Meine Mami hat mir eine Weihnachtskugel geschenkt. Das ist ein kabelloser Lautsprecher. Voll geil. Alter, ich hab's... Also ich fang jetzt an, ne? Warum fällt mir in jedem Cut-Video eigentlich was runter? Woher kommt das? Als ob diese Weihnachtsmusik-Kugel Techno jetzt spielt. What the fuck? Was ist das für eine coole Weihnachtskugel? Sag mal ehrlich. Ey, wie chillig. Ich hänge mir die jetzt einfach mal ans Ohr. Und dann habe ich immer so richtig geil Musik an meinem Ohr. Du musst die nach da hängen, damit die auch richtig hängen. What? Oh. Oh, oh. Hey, hey. It was at this moment he knew. He fucked up. Warum fällt mir in jedem Video was runter? You're so great! Machst du die roten nicht, die silbernen? Dann wissen wir immer so im Wechsel. Alter, das nenne ich Teamwork. Makes the dream work. Au! Ich hasse dich. Mach, lass ein Thumbnail machen. Warte, man muss den Baum sehen. Man muss den Baum sehen zwischen uns. Ach so. Mach
Ach nee, mach so eine Perlmuttfarbe. Ach so, ja, hast du. Perlmutt, Perlmutt? Ich kenn alle Farben. Kenn ich auch, ich hatte Kunst-LK. Okay Leute, wir sind jetzt gerade fertig geworden mit dem Baum und ich hätte nicht gedacht, dass es so schön wird. Also ich war vorher wirklich null in Weihnachtsstimmung, aber jetzt bin ich richtig drin. Ich würde sagen, wir setzen jetzt noch die Spitze zusammen drauf und dann zeigen wir euch den Baum. This is our Christmas tree! Yay! So Leute, ich bin unnormal zufrieden. Oh mein Gott, I'm feeling so Christmassy now. Also ich freue mich jetzt gerade mega auf Weihnachten. Es sind nur noch 3 Tage. Einfach hier zu sitzen, zu essen, Geschenke aufzumachen mit einfach den besten Leuten. Gruseliger geht's nicht. Den besten Leuten zusammenzusitzen, also genießt eure Weihnachtszeit und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Denn wenn ihr jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung seid, dann müsst ihr euch morgen auf jeden Fall das Video angucken. Denn morgen gibt es ein paar letzte Tipps und Tricks, wie man so in Weihnachtsstimmung kommt. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen. Ups, ich hab's ein bisschen verkackt. Tschüss.